bekommst du ein Update-Video von mir. Ja, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass wieder ein Update-Video kommt. Und ja, ich sitze hier leicht im Schatten. Moment. So. Jetzt. Okay. Ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen. Am besten mit dem Perlenstick. Das habe ich hier gleich in der Schublade. Mit meinem Wal. Ja, den habe ich weitergemacht. Die Leute, die den Wal noch nicht kennen, Moment. Mein Wal. Irgendwo da oben, ich denke da oben, wird das Foto kommen, was ich, wie es vorher ausgesehen hat. Muss aufpassen, dass das nicht so überblendet. Das ist mein Wal von der lieben Olga. Auf da warte ich auch noch auf was. Ist auch ziemlich lang momentan. Irgendwie. Ich muss die mal anschreiben. Ja. Und ich habe euch beim letzten Mal schon erzählt, die nächste Seite wird halt einfach nur blau. Und so ist es auch. Also ihr seht hier unten schon die Buckel. Und dann habe ich schon fast wieder eine halbe Seite fertig gemacht. Der wird schön. Der wird richtig schön. Mir fällt alles gerade um. Dori. Do, das war der Wal. Den muss ich nachher noch fotografieren. Darf ich nicht vergessen. So. Wann machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Riesenbilder da hinten weg. Ja. Also das Chatterling kommt ganz zum Schluss wieder, wie immer, weil das kriegt ein extra Video, wie immer. Ich werde danach ein Unboxing-Video machen von den Bella Pilipinas. Und von den Mirabilias. Es ist immer noch nicht alles da. Es hat sich nochmal um 45 Tage verschoben mit manchen Perlen. Aber ich kann euch ja mal die Motive zeigen. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen weiter. Mit Mirabilia. Ja, Leute, ihr hört richtig. Ich habe mein altes Mirabilia wieder rausgeholt. Und ja, habe es ein bisschen weiter gestickt. Ich habe es ja nur einmal ganz kurz, ich habe es ja komplett, also ich muss jetzt ganz kurz erklären. Ich habe das schon mal angefangen auf einen Stoff, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Nicht, weil die Farbe mir nicht gefallen hat, sondern weil es sich sehr schlecht drauf gestickt hat. Und deswegen habe ich mich für was anderes entschlossen. Und es handelt sich um dieses Bild, die mich schon länger verfolgen, kennen das Bild. Die kennen das Bild von der Mirabilia. Ich weiß gar nicht, ob das hat Mira. The Woodland Fairy heißt es. Woodland, Entschuldigung. The Woodland Fairy heißt's. Ja. Die habe ich wieder neu angefangen und in einen Rollrahmen gemacht, weil sie werden doch relativ groß. Und wir könnten ja eigentlich das Bild mal daneben halten. Warum packe ich das eigentlich immer weg? Und der ganze Spaß sieht jetzt so aus. Man sieht, glaube ich, wo ich bin. Ja. Habe ich ein ganz schönes Stück gemacht. Also ich bin hier bei dem hängenden Kleid. Also ich kann es euch nochmal auf dem Bild zeigen. Also im Endeffekt bin ich da, wo so runterhängt. Ja, so da bin ich. Da bin ich. Ja? Kannst du nochmal hochzeigen? Da bin ich. Also sind schon ein paar Stiche drauf gekommen. Hat auch riesen Spaß gemacht, das zu machen. Weil es immer so schöne kleine Flächen waren. Und ja. Und in dem Rollrahmen, das spannt sich halt einfach super, ne? Ich müsste mal
die ein bisschen locker machen hier. Muss ich mir echt abgewöhnen, dass ich die Dinger dran lasse, weil ich merke so richtig, wie das immer noch spannt. Ich mache sie ja extra auf und muss die einfach abmachen. Mache ich jetzt auch. Und die einfach dann raushole, wenn ich sie auch brauche. Jetzt spannt es nicht mehr so, das ist ganz locker. Wieso sitzt es da so locker drin? Es geht einfach darum, es ist ein Lein und Lein verzieht sich gern, wenn er zu lang auf Spannung ist. Und deswegen ist es bei mir jetzt so locker drin. Ja, mein Mirabilia, ich habe weitergemacht, tatsächlich unglaublich. So, jetzt will ich einfach mal sagen, dass ich das hier mal beiseite lege. Das Mirabilia. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das Riesenbild. Und zwar das Walt Disney, was ich als Stickbuddy mit der Ivy mache. Oh, yes. Und ja, das habe ich auch schon vorbereitet hier. Was heißt vorbereitet? Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, habe ich schon wieder noch eins mit ihrem Stitchbuddy. Und habe das auch schon angefangen mit ihrer. Bis ihr das Update-Video seht. Ich habe es bis jetzt noch nicht angefangen, aber ich werde es dieses Wochenende anfangen und den Film dann dazu abdrehen. Also wie gesagt, ich denke, ihr habt es dann schon gesehen. Ich denke, dieses Video kommt erst nach dem Stitch-Buddy-Video. Okay. Es handelt sich um PDF-Anzeigen. Auch der Dr. Fantasy macht dieses Bild. Und zwar handelt es sich um dieses Buch. Ja, jetzt habe ich es extra groß gemacht und dann muss das Scheißding tatsächlich. So. Es handelt sich um dieses Bild. Ich bin da unten. Da unten. Bei dem Glöckner von Notre Dame. Und da habe ich angefangen. Ivy ist da oben. Da hat sie ja schon ein Video drüber gemacht. Und ja, wenn ihr das andere Video jetzt gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau, dass es jetzt eingemottet ist. Und wir es erst im März oder so wieder raus, so im März, April. Das wird im Endeffekt so ein Sommerding. Ja. Also das wird so ein, weißt du was? Das hier wird so ein Sommer. Stickbild. Ja. Ja, das wird's. Und wie weit bin ich da jetzt? Ich werde euch hier irgendwo einblenden, weil ich habe einen Zwischenstand fotografiert. Und zwar habe ich diesen Zwischenstand fotografiert, weil ich es beim letzten Mal schon zeigen wollte. Habe ich aber nicht. Habe ich total vergessen beim letzten Stickjunkie. Dann seht ihr mal, wie weit ich in dem Monat oder in den 2 Monaten oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, wie weit ich da gekommen bin. Und das Ganze ist ja ein Riesenteil, aber ich muss es so hochkant zeigen, weil es gehört so hoch. Und da bin ich so weit. Also man sieht schon das Kleid und das Bähnchen vom Herrn Quasimodo und hier fängt schon sein Röckchen an im Endeffekt. Ja, also, so weit bin ich hier, ist ja schon der Rahmen. Und jetzt geht es in die Versenkung. Deswegen wollte ich jetzt das auch abdrehen, weil das geht jetzt in meinen Bettkasten. Und da bleibt jetzt eine Weile drin. Ich werde da auch die Dinger noch abmachen. Mache ich jetzt gleich. Wenn ich es jetzt eh schon in der Hand habe, aber ich muss aufpassen, weil das Ding ist ja riesig. Guck mal, wie riesig das Ding ist. Also das wird auch so ein Monsterbild. Und ich liebe es zu sticken. Wenn ich und Ibi damit anfangen, das zu sticken, dann können wir gar nicht mehr aufhören. Es liegt einfach daran, weil das so tolle Farben sind. Es sind sowas von tolle Farben drin. Das macht so richtig Freude, das zu machen. Und ja. Und jetzt wird mein kleiner Rahmen
Wird jetzt in die Versenkung verschwinden. So sieht es jetzt aus. Ihr seht ja, ich habe es im Endeffekt quer eingehängt und ich werde im Endeffekt, wenn man das so sieht, werde ich so hochsticken. So. Mal ein bisschen was zu den Daten. Dieses Bild ist 1,01 Meter auf 80 groß, glaube ich. Wir haben die kleinere Variante wie der Herr Dr. Fantasy. Es ist auf Easy gestickt, auf Easy, AIDA Easy Account, 18 CT. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich finde es schon toll. Es kommt schon richtig gut raus. Und jetzt wird es halt weggemacht. Das andere liegt hier schon für das nächste Video am Start. Jetzt gucke ich gerade, was wir hier noch so haben. Können wir alles mal rüberholen. Weil am liebsten würde ich damit weitermachen. Weil ich denke, da bin ich nicht so weit gekommen. Da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Reihen gemacht. Aber ich zeige es euch trotzdem. Und werden wir ja auch noch ein Foto von machen. So, wartet. Wo habe ich es? Ah, da. Und zwar ist das mein Perlenfädeln. Ich zeige euch auch gleich, wie das aussehen soll. Ich habe jetzt extra den Stoff auch mit da reingelegt. Verkehrt rum. Ne, war doch richtig rum. So soll das mal aussehen. Wenn es mit Perlenfädeln fertig ist. Und ich bin hier oben. Irgendwo da, mittendrin. Also ich sehe, so langsam fange ich an, das Haus zu sehen. Also es sind nicht mehr viele Reihen bis zum Haus, sagen wir mal so. Und der ganze Spaß sieht jetzt so aus. Ja, wie gesagt, es ist nicht mehr weit bis zum Haus. Macht Riesenfreude, nehme ich gerne zum Stream, weil ich sortiere mir das dann gerne immer vor. Ich kann es nochmal zeigen. Ich habe irgendwie Haare im Gesicht. Puh. Wie gesagt, ich sortiere mir das immer vor und ja. Ihr könnt ja mal ganz nah gucken. Also ihr seht, mein Perlenfädeln wird immer besser. Da oben sind noch voll die Löcher drin, seht ihr es? Und dann wird es hier unten immer besser. Weil man dann einfach weiß, wie hat man zu ziehen und wie macht es. Es ist mein erster Versuch und es macht mega Spaß. Also, wenn das mal fertig ist, wird es auf jeden Fall eins geben. Weil es ist so ein Projekt, wo du, wenn du mal einen richtig beschissenen Tag hast und du willst aber was machen, holst du das raus und sagst, jo, das machst du jetzt, das interessiert kein Schwein, da brauchst du nichts denke, musst nichts zähle. Alles gut. Ja. Schön. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufhänge. Ich muss mir da was ausdenken. Oder besser gesagt, meine Mutter wird sich was ausdenken, wahrscheinlich. Aber das ist noch so weit weg. Ich sage mal, meine Mutter, meine Mutter, meine Mutter, bis ich alles fertig habe, ist sie wahrscheinlich nicht mehr da. Aber ja. Wollen wir mal nicht so weit reden. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es doch irgendwann mal. So. Das war das Zahnfädel. Ihr seht, ich renne hier fast schon durch. Ja, dann habe ich euch ja was wegen dem Monatstempel letztes Mal versprochen und ich habe mich auch dran gehalten. Ich habe. Ach, ich habe den April schon draußen. Ich habe den März fertig gestickt. Ich habe den März gar nicht mehr draußen, ne? Nö, aber ihr seht ja jetzt eh fertig. Ich habe den März fertig, wie ich versprochen habe. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Also März ist fertig, Leute. Tatsächlich habe ich den März fertig gemacht. Und so sieht es im Ganzen aus. Jetzt kommt da drüben noch der April hin. Und dann habe ich die erste Reihe fertig. Passt genau noch der April rein. Es ist wie abgemessen. Ja, ich habe es ja auch abgemessen. Ja. Und dann ist der fertig.
Nochmal. Wum. Er ist wirklich schön. Wieso geht das hier nicht? Ach so, weil ich das weiter hoch gemacht habe. Also es wird wirklich schön. Irgendeiner hat mir geschrieben, oh bitte Katrin, schickt mir doch mal bitte, wie die Firma heißt. Falls die Person noch da sein sollte. Das ist die Firma. Da Firma. Country Cotton Needleworks April Sampler. Aber ich kann es nochmal reinhalten. Für die Leute, die das halt mal bestellen wollen. Ich habe einen Teil von Krostenschkörner und einen Teil von Stickteufelchen bestellen müssen. Ganz einfach, weil Krostenschkörner nicht alle hatte. Und Stickteufelchen hatte auch nicht alle. Komisch, aber so war es halt. Ich habe alle. Dann haben wir das auch fertig. Das war jetzt übrigens ein 2-Gard Line 32 CT. Ich vergesse das immer dazu zu sagen. Also 2-Gard 32 CT in, wie nennen sie das, irisierenden Stoff. Also für mich ist das Glitzerstoff, aber gut, für sie in der Beschreibung steht immer irisierender Stoff. Ja. So, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe beim Dimensions ein bisschen weiter gemacht. Ich versuche mal ein bisschen ein Stückchen zu machen. Deswegen ist ja die Ibi auch viel weiter als ich im Disney, weil ich zwischendrin halt einfach wechsle. Ich möchte bei allen ein bisschen was dran machen. Ich hätte die Zeit gar nicht, also, oder die Muse gar nicht dazu, einen Monat lang an einem Projekt zu stecken. Es hängt aber auch drauf an, es hängt immer davon ab, was für eine Tagesform ich habe. Manchmal möchte ich unbedingt was Kompliziertes machen und mit Konfetti und manchmal einfach nur ein bisschen was mit Fläche. Wo man dann nicht so viel denken muss, ja. Deswegen. Und irgendwo würde ich jetzt wieder das Bild einblenden. Ich finde, ich bin richtig schön weit komme. Also ich heb's mal hoch. Und so weit bin ich jetzt. Also wenn dann noch die Backstitches reinkommen und so, dann kommt der wirklich gut. Glaube ich. Ja. Mein Dimensions. Ist auch wieder ein Stückchen gewachsen. Der wird auch gar nicht mal so groß. Der geht jetzt bis da, von da bis da und dann von da bis da. Es ist so wie so ein ovales Ei. Also der Hintergrund wird dann auch, glaube ich, nur zweifädig gestickt. Ich bin mal gespannt. So. Mein nächstes Bild. Tatsächlich, ich habe meine Vogel weitergemacht. Mein fetter Vogel. Der ist so schön. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich habe die Gruppe entdeckt. Es gibt von dieser Firma Broderie, keine Ahnung, gibt es tatsächlich eine Facebook-Seite. Was für ein Wunder, wo gibt es eigentlich keine Facebook-Seite, aber ich habe sie entdeckt. Und dann haben sie die ausgepackt und dann haben sie so ein paar Sachen gezeigt und gesagt, boah, du müsstest mal eine Vogel weitermachen, eine Vogel. Ja, ich habe ihn weitergemacht. Wenigstens ein bisschen. Ich habe jetzt irgendwo eingeblendet, wo ich damals war. Und da bin ich jetzt so weit gekommen. Wir können ja vielleicht den Vogel daneben halten. Sieht man das? Ja. So sieht er jetzt aus, er blendet halt, ne? Er wird schön, er wird wunderschön.
Was mich halt, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal angesprochen, diese Flecken, die gehen halt weg vom lauern Anfassen. Und das finde ich sowas von schade. Ich muss mir da echt was überlegen. Ich habe schon überlegt, einen Stift nachzuziehen, aber ich glaube, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Das werde ich wahrscheinlich dann auch tun. Wollt ihr die Rückseite sehen? Rückseite. Der Stoff war dabei, das Garn ist dabei. Es ist halt so ein Set von der Firma und es lässt sich traumhaft sticken. Es ist einfach, macht einfach Freude. Und ja. Macht Spaß. So. Dann bin ich mit meinem Update soweit schon mal durch. Jetzt fehlt nur noch das Chatelaine. Und nach dem Chatelaine werde ich euch die Bella Filipinas und die Mirabilis zeigen. Was ich halt schon da habe und auf welchen Stoff das kommt und so. Ich glaube, die Stoffe sind auch alle da. Ja. Würde ich sagen, wir machen einfach mal Film ab fürs Chatelaine. Yay! Das Scotland Mandala. Ja. So soll es mal aussehen. Ich habe es leider nicht anders wie das hier auf dem Tablet. Hier ist jetzt vorher mal putzen sollen. So sollte es mal aussehen oder soll es aussehen. Und lasst euch überraschen. Tada! So sieht es jetzt aus. Ich mache euch eine kleine Rundführung. Also, ihr habt es hier gesehen. Moment, das war falsch. Ich muss das Handy halten. So, ihr habt es hier gesehen, dass das hier fertig ist und das hier fertig ist. Und ich habe, glaube ich, den Rahmen angefangen. Inzwischen sind schon wieder Perlen in den Rahmen reingekommen. Und ihr seht, es ist eine Blume reingekommen. Und ihr seht diese Blume. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, er macht's. Diese Blume ist 1:1 gestickt, Leute. Ihr seht, wie viele Farben da drin sind. Ist 1:1 gestickt. Katastrophe, Leute. 32er CT 1:1. Das war ein Kampf, Leute. Das war ein Kampf. Aber das Ergebnis ist halt wunderschöne. Ja, mein Scotland Mandala. Und was soll ich sagen? Mein nächstes ist da, ist unterwegs. Es ist unterwegs, Leute. Leute, es ist unterwegs. Die Frau hat mich jetzt vor kurzem angeschrieben und hat gesagt, ja, das eine Gloriana braucht ewig und sie hätte aber Ersatz da, ob ich das nicht nehmen würde. Und er hat gesagt, ja. Schicken Sie es mir. Sie hat gesagt, es ist überhaupt kein Unterschied. Das lässt sich genauso gut sticken. Und ob ich das nicht machen würde. Habe ich gesagt, so, ja, ich mach's. Schicken Sie es mir. Und ja, ich denke, es wird in den nächsten 4 bis 5 Wochen endlich mal ankommen. Yay! Und ich bin immer noch nicht fertig mit dem. Ja, aber es wächst. Also, ich habe ja im Endeffekt jetzt die komplette Blume da drin gemacht. Leute, ey, das war ein Kampf. Ich schwör's euch. Das war ein absoluter Kampf. Dann habe ich die Perlen reingebracht. Die Umrandung habe ich gemacht. Und dann habe ich hier das Rot. Das ist auch ein Waterlily. Waterlily Cotton, aber kein Seiden. Toll, gell? So, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Kathrin. Da bin ich wieder. Also, wie gesagt, ich werde euch das Mandala auch nochmal reinhalten. Das Scotland Mandala. Also das andere ist jetzt endlich mal unterwegs nach fast 1,5 Jahren. Ich denke, das wird noch 3 bis 4 Wochen gehen, aber dann ist es da. Ist in einem Marussia-Rollrahmen, ist auf ein 32er 2-Gard Leinen gestickt. Diesen Stoff, ich finde auch, der bringt ihn auch nicht gut rüber, weil ich ihn wahrscheinlich auch überleuchte. Nee, wenn er dunkler wird.
Aber ich finde, die Farben vom Stickgarn bringt er ganz gut rüber. Also so sehen die auch wirklich aus. Nur der Stoff ist ein bisschen oranger. Oranger. Ja. So sieht es aus. Jetzt wäre ich durch mit meinem Update und ich würde jetzt einfach sagen, ich müsste jetzt so ungefähr 25 Minuten gebraucht haben, aber ihr wisst ja, ich bin da pragmatisch, renn da durch und ja, mir hat auch schon jemand gefragt, woher ich diesen Stoff habe. Ich habe diesen Stoff von, sag es mir bitte, von Stickteufelchen. Und ich habe ja eigentlich den Stoff für den Irish Mandala auch schon da. Und da habe ich festgestellt, das ist ein 32er CT. Und ja, nix gut. Die wollen nur 28er haben. Also entweder 14er oder 28 CT. Und ich habe mir aber leider einen 32er geholt. Es geht darum, es sind bestimmte Perlen drin. Und es geht nichts anderes wie 28er CT. Ja, von der Größe der Perlen her nicht. Und deswegen muss ich mir einen neuen Irish Stoff besorgen, weil ich habe wirklich nur 32er da. Ich habe keinen 28er da. Es ist alles 32er und 40er CT. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber gut. Dann besorgen wir uns halt einen neuen Stoff, was soll's. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt das Update-Video. Update-Video sage ich schon. Dann machen wir jetzt das Unboxing-Video von den Bella Filipinas mit den Stoffen und den Perlen, die ich da habe. Auf welches was kommt zum Beispiel, aus welchem Stoff welches Motiv kommt von den Bella Filipinas und Mirabilias. Und ich werde auch ein bisschen was vom Stoff erzählen, weil das alles handgefärbte Stoffe sind. Aber ja, lasst euch überraschen. Geht dann los. Wer jetzt sich nicht dafür interessiert, sage ich schon mal tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und die anderen. Los geht's! So, jetzt aber. Ich habe jetzt fast 1,5 Stunden gebraucht, um das ganze Zeug rumzusortieren bei 5 Bildern. Die haben halt immer wieder mal was geschickt und ich habe es nie aufgemacht. Und ja, jetzt habe ich erstmal rausgesucht, welche Perlen wo fehlen. Und es liegen jetzt überall so Zettel dabei vom Mirabilia und Bella Filipina, was halt noch so fehlt, ja. Also ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen mit den Mirabilias an. Das ist dieses Bild hier. Das habe ich schon fertig gesehen bei der Stitchy Mama. Ich fand das voll schön und deswegen habe ich das auch bestellen müssen. Was habe ich mir an Stoff vorgestellt? Ich habe einen handgefärbten Stoff. Moment. Einen handgefärbten Stoff. Ich hoffe, ich kriege das dann wieder daran. Also es ist wirklich hübsch. Ihr seht ja, wie der Verlauf ist. Also der ist von Casa Senina. Habe ich den. Und zwar ist er selber gefärbt und genäht worden. Und der Stoff selber ist aber von Zweigard Belfast Leinen. 32er CT. Ja, also er ist wirklich schön. Ja. Ich hoffe, ich kriege ihn da wieder rein. Hopp. Diese selbst gefärbten Stoffe sind halt auch nicht billig, also so ein 70 mal 50 kostet um die 40 Euro. Aber ich habe auch schon andere Preise gehört. Ihr seht hier hinten dran ist schon ein Zettel dran, was mir da fehlen, zwei Perlensorten. Das sind hier die Perlen, die ich dazu brauche. Diese Sonderperlen. Ja, oder die großen hier. Das sind schon schöne Perlen dabei. Es ist ja auch eins von den älteren, die Mirabilia hat. Ich hatte die Vorlage schon.
Ich habe mir nur das Garnpaket gekauft. Und also das Garnpaket, also das Perlenpaket und den Stoff. Ich werde es jetzt mal da wegräumen, damit es fort ist. Jetzt fliegt mir gleich wieder durch die Gegend, du. So. Ich möchte es einfach nur in Sicherheit wissen, weil es hat jetzt lang genug gedauert, es auseinanderzuklappen. So, jetzt gibt es eins von den neueren. Von den neueren Mirabilia, die ist noch nicht so alt. Da werden inzwischen auch schon Waterlilies benutzt. Und das ist diese Schönheit hier. Früher hat Mirabilia nur Reinigran und Perlen benutzt. Inzwischen haben sie angefangen mit Waterlilies. Also es ist schon ein jüngeres Modell hier. Ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich sehen? Wann das eigentlich hergestellt wurde, ist das Design? Bestimmt innen drin. Ich möchte da jetzt auch nicht aufmachen, weil es ist noch zu hier. Und deswegen, diese Schönheit wird's auf diesen schönen Stoff. Ist auch wieder. Ist allerdings ein 40 cm Zweigart. Ich denke, ich werde Probleme mitkriegen. Ich hoffe nicht, weil sie schlagt hier 32er vor. Es könnte sein, dass ich Probleme mit den Perlen kriege. Weil die Perlen zu groß ist für 2 über 2. Das muss ich mal ausprobieren. Weil da sind ja auch größere Perlen dabei. Wie diese hier. Und das sind 2 über 2. Könnte vielleicht funktionieren. Muss ich gucken. Ja, auf jeden Fall wollte ich diesen Stoff und habe leider nicht aufgepasst, dass es ein 32er ist. Ja. Er ist auch wunderschön, ihr seht's ja. Werde ich auch gleich wegräumen. Hier seht ihr den Zettel, was noch fehlt. Und es sind doch tatsächlich, kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen, es sind Waterlilies dabei. 3 Stück. Also das hatte ich jetzt bei Mirabilia auch noch nie, dass ich Waterlilies hatte. Aber kann mich auch irren und es ist keiner von den neueren. Wer mich meines Besseren belehren mag, kann das gerne tun. Könnt mir in die Kommentare schreiben. So, das werde ich jetzt ja auch gleich wegräumen. Das sind die zwei Mirabilias, die ich jetzt gern machen würde. Die ich jetzt eigentlich im Endeffekt versuche zusammenzukitten. Ah, das ist ja klar, ne? Dann müssen wir das anders machen. Das hier raus und das da rein. Zeigen wir einfach als nächstes. Mirabilia. Die Tüte brauche ich gleich. Sorry, ich will das einfach nur alles ordentlich zusammen haben. Ein Bella Filipina. Und zwar diese Schönheit hier. Da fehlen mir 1, 2, 3, 4 Perlensorten. Ich fand das total schön. Da könnt ihr jetzt Kunstraum total durchdrehen, weil ja Schmetterlinge drauf sind. Ja. Habe ich so noch nie gesehen, wie die zugemacht sind. Also, da ist es jetzt nicht, aber bei den anderen ist jetzt schon eine Prägung drin mit Bella Filipina, aber das kann ich euch dann nachher zeigen. Jetzt kommt mir schon das kleine Garn entgegen. Ja. Und zwar habe ich mir diesen Stoff dafür ausgesucht. 32er. Schön bunt.
Ja. Ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ich denke schon, weil sie ist ziemlich dunkel. Und ich glaube, sie kommt aus dem Stoff richtig gut raus. Ja. Also, es ist schon ein schöner Stoff. Ganz toll. Und das ist ein Zweigradstoff, Lugana Murano, Even Weave, 32 cm. Okay. Und das ist das Zubehör dazu. Sie schaffen halt mit viel Kreinig, wie ihr seht. Und wie gesagt, es fehlen mir noch drei, vier Perlensorten. Und ich wusste nicht, dass DMC so schöne Verlaufsgarne hat. Ich habe da auch nie nachgeguckt. Das ist ja schon schön, gell? Also das muss man jetzt ehrlich zugeben, dass das wirklich schön ist. Also, die haben schon tolle Verlaufsgarne, muss ich jetzt sagen. Ja, das ist das Bella Filipina Nummer 1. Diese Schönheit hier auf diesen Stoff. Jetzt packen wir das ein. Damit das alles wieder ordentlich weg ist. Oh, der Zettel muss mit rein. Sonst weiß ich nicht, was fehlt. Entschuldigt, Leute, ich musste jetzt erstmal was trinken. So, das nächste ist diese Schönheit hier. Hängt auch schon Zettel dran. Welche Perlen und welches Kreinig fehlt? Da fehlt auch ein Kreiniggarn. Ich mach's mal hinten drauf. So. Und zwar diese Schönheit wird auf diesen Stoff hier gestickt. Wunderschön. Also, er kommt wirklich gut. Ich glaube, die kommt gut drauf. Das Haar weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken, ob das nicht vielleicht ein bisschen untergeht. Muss mal schauen. Das ist jetzt 32 cm Zweigard Belfast Leinen. Deep Red. Sehr schön. Und die haben auch unter anderem Verlaufsgarne drin, die ich jetzt so von DMC nicht kenne. Ich habe noch mehr drin. Also das ist hier die ganze Chose. Da ist, guck mal, da könnt ihr mal sehen, hier dieses Kreinig. Aber mir fehlt noch ein Kreinig. Und hier sind die ganzen, auch von DMC, Gold. Soll total beschissen sein, das zu machen. Die haben auch noch ein rotes Verlaufsgarn. Hier haben wir so ein lila. Ja. Fehlt mir da 5, 35, 33 ist doch da. Nummer 8. Aha. Also fehlt mir nur eine Perlensorte. Okay. Jetzt geht es wieder ins Tütsche. Und man muss halt wieder warten, bis der Rest da ist, ne? So. Der nächste ist auch das letzte jetzt. Ist die Schönheit hier.
Das ist wirklich toll. Und ich glaube, das ist der Favorit eigentlich, mit dem ich am liebsten anfangen würde. Und hier, das habe ich jetzt vorhin gemeint mit der Prägung. Da ist jetzt eine Prägung drauf. Bella Filipina. So reingeprägt. War jetzt auch ein Riesenakt, das Ding nicht aufzumachen. Da habe ich dann in den Perlenpaketen von Casa Senina reingeguckt, was jetzt da ist und was nicht. War jetzt schon aufregend. Und der Stoff wird dieser hier. Also was Helleres als was, was ich empfehle. Ich fand den voll schön. Kann euch gleich sagen, was es ist. Es ist 36er 2-Gard Edinburgh Linen. Ich hoffe, es funktioniert mit dem. Wirklich, wirklich hübsch. Und die haben unter anderem auch ein Water Lily Garn dabei, was sehr bekannt für mich ist. Ich habe es in meinem Chatelaine drin. Also ihr seht, es sind ganz viele Perlen dabei und viel Kreinig. Ja. Und Sonderperlen. Also das haben sie alle, diese Sonderperlen, ja. Ja, in diesem Sinne, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe euch, wer bis hierhin dabei geblieben ist, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Sticken. Oder was ihr sonst so nebenbei macht. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao.